altehrwürdig. Das Gebäude hinter mir, da kann man das auf jeden Fall mal sagen. Gilt das denn für die Börse auch? Naja, eigentlich natürlich schon. Aber nichts ist unveränderlich. Die Märkte, sie sind im Fluss. Und das merken wir aktuell. Denn der Wochenstart ist bis jetzt noch gar nicht so richtig toll. Viel Rotes mit dabei. Ganz egal, ob man die Aktientitel, Indizes im Speziellen sich anguckt oder ob man auf den Crude Oil Markt beispielsweise guckt, Gold guckt, die Rohstoffe, die sind ebenfalls gebeutelt. Die einzigen, die da wieder ein Comeback hatten, wir haben das ja immer mal wieder schon mal gesehen, Wahnsinns, die Bewegung, die wir da haben bei Bitcoin wieder mal. Erst tapfer nach oben, dann wieder der Einbruch, jetzt wieder nach oben. Also da kann man fast sagen, alles was nicht ganz, na jetzt hätte ich fast seriös gesagt, aber ich möchte da niemanden auf die Füße klopfen, um Himmels Willen. Auf der anderen Seite ist es halt noch kein richtig etablierter Markt. Vielleicht ist es aber genau der Reiz, der für viele da interessant ist, weil man eben sagt, damit ist man eben nicht mit dem, was typischerweise an der Börse so zählt. Also wir sehen, dass die Aktien zumindest mal ein bisschen gebeutelt aktuell. Das muss noch kein Drama sein. Also ich möchte damit jetzt nicht irgendwelche Türen wieder aufstoßen. Ich bin ja immer noch jemand, der sagt, eigentlich der Markt müsste runterkommen. Bislang fehlt das allerdings. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, dass das, was wir jetzt so andeutungsweise sehen, mit hier 1-2% im Minus, dass das jetzt wirklich den Schub nach unten auslösen wird. Die Möglichkeit besteht allerdings, denn machen wir uns nichts vor, die Bewegung, die wir da in der letzten Zeit hatten, starker Anstieg an der Börse, aber er war eben zwar schon nach oben gerichtet, aber so wackelig, dass ich eigentlich damit immer nicht zufrieden bin. Aber mir kann man es eh nicht recht machen und was weiß ich schon, was ich weiß oder was ich will, darauf kommt es gar nicht drauf an. Allerdings, die deutliche Bewegung, die wir jetzt haben, die könnte eben wieder ein neuer Start sein. So, worauf sollte man achten heute? Ich bin nicht am Chart, ihr seht das selber, aber schaut euch das mal an, wenn ihr seht, dass die Abwärtsbewegung, die wir jetzt ja teilweise haben, durch was möglichst Wackeliges nach oben eben abgelöst wird, dann hätten wir damit den Wechsel eben des Rhythmus und damit eine Chance, dass sich das Ganze weiter nach unten fortsetzt. Allerdings, wenn der Markt sich ebenso schnell wieder erholt, wir hatten das in der letzten Zeit mehrmals, deshalb warne ich davor zu sagen, jetzt auf einmal muss der Markt aber nach unten gehen. Ich glaube, das wäre viel zu riskant, davon jetzt blindlings einfach auszugehen. Aber wenn der Markt nicht wieder sehr dynamisch nach oben geht, dann wäre jede Aufwärtswackelei wieder eine Einladung, zumindest nochmal ein Stückchen auf der Abwärtsseite mit dabei zu sein. Ich habe das eben gerade bei Crude Oil gesehen, deshalb ist das mir so präsent. Ich habe das hier unterwegs eben auf meinem kleinen Telefon hier mal angeguckt. Schaut euch das selber doch mal an. Vielleicht ergibt sich da etwas, was man sogar nutzen kann. In diesem Sinne drücke ich euch die Daumen, dass ihr durch diese turbulente Zeit gut durchkommt und das Ganze nutzen könnt. Nicht nur einfach sagt, oje, oje, was passiert da gerade, sondern dass ihr sagt, ich kann doch da aktiv mit dabei sein. Ich bin normalerweise aktiv, nämlich entweder im Trade des Tages, wo wir immer wieder Trading-Situationen mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegssignalen dann eben und Levels dann angeben. Also wer mag, schaut sich das an, meldet sich an, der Link hier unten drunter. Es ist kostenfrei, deshalb nicht verpassen. Oder eben für Born for Trading anmelden, ebenfalls eine Möglichkeit, da live mit dabei zu sein. Immer mal, wenn ich aktiv am Chart was sehe, schicke ich einen Videobeitrag zum Beispiel aufs Smartphone, sodass man dann idealerweise rechtzeitig informiert wird, wo was gerade spannend ist. In diesem Sinne drücke ich euch jetzt die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite der Märkte seid und dass ihr eine Menge Spaß aktuell habt. In diesem Sinne, mit dem schönen Ausblick gebe ich ab. Tschüss.